Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Mein Herr und mein Gott, ich glaube fest, dass du hier zugegen bist, dass du mich siehst und dass du mich hörst. Ich bete dich in tiefer Ehrfurcht an. Ich bitte dich um Verzeihung für meine Sünden und um die Gnade, diese Zeit des Gebetes so zu halten, dass sie mir Frucht bringt. Maria, meine unbefleckte Mutter, heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel bittet für mich. In diesen Tagen hören wir im Evangelium das Gebet des Herrn, dein Gebet, Herr. Immer kleine Ausschnitte jeden Tag. Und es ist eine sehr gute Gelegenheit für uns, von diesem Gebet zu lernen, von deinem Gebet zu lernen. Und nicht nur zu lernen, sondern mitzubeten, mit dir mitzubeten, uns mitnehmen zu lassen von deinen Worten. Das ist eigentlich das beste Gebet, was wir verrichten können. Weil du weißt am besten, wie wir uns an deinen Vater richten können. Und bevor wir das jetzt wieder tun wollen heute, ist es gut, dass wir uns versuchen hineinzuversetzen in die Szene, in den Moment, in dem du diese Worte gesprochen hast. Und zwar, wir befinden uns beim letzten Abendmahl. Du hast deinen Jüngern, du hast uns bereits die Füße gewaschen. Du hast uns erzählt, dass du verraten werden wirst, dass du leiden wirst, dass du sterben wirst. Du hast uns in diesem Zusammenhang die Eucharistie, dich selber geschenkt, hast uns erklärt, warum du leidest. Und du hast uns das neue Gebot anvertraut, das wichtigste Gebot. Und du hast uns versprochen, dass du uns den Geist schicken wirst. In gewisser Weise den Preis für dein Leiden. Also diese große Kraft vom Himmel, deinen Beistand vom Himmel, deinen ständigen Beistand. Und inmitten dieses Moments, du sitzt mit uns am Tisch, plötzlich während diesem Essen beginnst du zu beten, beginnst du mit deinem Vater zu sprechen. Und zwar im Wissen, dass du gehen wirst. Also irgendwie ist das auch ein Vermächtnis an uns. Du zeigst uns, wie wir beten sollen, damit wir das nie vergessen. Und weil es dein Gebet ist, weil es das Gebet des Herrn ist, ist es von unglaublicher Tiefe. Also diese Worte, finde ich, sind wie ein tiefer Brunnen, aus dem wir immer wieder Wasser schöpfen können für unser eigenes Gebet, um uns im Alltag zu erfrischen, um uns zu kräftigen im Alltag. Und jetzt in diesen paar Minuten, die wir jetzt hier beten, mit dir reden, werden wir nur etwas von diesem Wasser nehmen können. Im Wissen, dass man immer mehr schöpfen kann. Aber vielleicht kann uns das helfen, dabei das zu tun. Weil tatsächlich ist es nicht immer so leicht, aus einem Brunnen Wasser zu schöpfen. Es muss auch geübt sein. Weil das Schöpfgefäß, was wir in den Brunnen werfen, muss quasi so im Wasser landen, dass es sich mit Wasser füllen kann, sprich mit der Öffnung nach oben. Aber leider ist unser Herz immer wieder verschlossen und nicht fähig, dieses Wasser aufzunehmen, obwohl wir in dieser Tiefe sind vielleicht, weil wir abgelenkt sind oder von starken Gefühlen erfasst sind oder Sorgen. Oder vielleicht, weil wir ein bisschen wütend sind auf dich, Herr, weil etwas nicht so gegangen ist, wie wir uns das gewünscht haben, weil wir leiden müssen. Und wir lassen dann nicht so viel hinein. Und in solchen Fällen können wir uns den Trick vom heiligen Josef Maria zu eigen machen, den er in solchen Momenten angewandt hat, als er gemerkt hat, er kann nicht beten. Und zwar hat er das einfach so gesagt im Gebet: Ich kann jetzt nicht beten. So hat er gebetet, so hat er sein Gebet begonnen. Irgendwie so wie, dieses Gebet fühlt sich für mich so an, als müsste ich Japanisch sprechen jetzt. Aber ich kann kein Japanisch. Keine Ahnung, wie das geht. Und allein, wenn wir uns das vor Augen halten, dass wir nicht können, öffnet sich unser Herz bereits ein bisschen und ein bisschen von dem Wasser kommt hinein. Und jetzt, in diesen paar Minuten, will ich versuchen, uns zu erleichtern, für den heutigen Tag etwas Wasser von diesem Gebet des Herrn zu schöpfen. Das Gebet beginnt damit, dass du, Herr, zum Himmel schaust. Wir können uns vorstellen, dass du deinem Vater in die Augen schaust. Und es ist irgendwie faszinierend, dass du, obwohl Jesus seinem Vater so nahe ist, dass er unzertrennlich ist mit ihm, ganz verbunden,
Trotzdem sprichst du mit deinem Vater. Obwohl eigentlich alles schon gesagt ist, trotzdem sprichst du mit ihm. Aber deine Worte deinem Vater gegenüber sind nicht notwendig. Sie sind einfach nur Liebe. Noch mehr Liebe, wenn das möglich ist. Und du legst etwas dazu, zu diesen Worten, zu dieser Liebe, nämlich uns. Du nimmst uns in dieses Gebet hinein und vermehrst somit deine Worte und deine Liebe zum Vater. Wir sind das Meer an Liebe, was du deinem Vater schenkst. Weil deine Worte uns die Möglichkeit geben, sie mit dir zu sagen zum Vater. Wir können von deinen Worten mitgenommen werden. Und auf diese Weise ist Beten sehr leicht. Wir müssen quasi nichts machen, wir müssen nichts erfinden. Wir müssen einfach nur mitgenommen werden. Es ist ein bisschen so, wie wenn man mit Freunden in ein Restaurant geht und man irgendwie von der Auswahl so überwältigt ist im Menü, dass man sich einfach nur sagt, oder dass man einfach nur sagt, ja, ich nehme das Gleiche wie mein Freund. Weil ich weiß, was ihm schmeckt, schmeckt mir auch. Und deine Worte, Herr, sind ein Zeichen deiner Liebe und deines Vertrauens zum Vater. Und das wollen wir auch, das schmeckt mir auch. Oder zumindest wünsche ich mir, irgendwann auch so lieben und vertrauen zu können. Und das freut dich, Herr, das freut den Herrn. Weil in gewisser Weise, wenn wir mitbeten, wenn wir uns mitnehmen lassen von diesen Worten, dann macht es deinem Vater, unserem Vater, noch mehr Freude, wenn das überhaupt möglich ist. Auch da, vielleicht um das zu verstehen, ich erinnere mich, als ich klein war, hat mein Vater ab und zu am Geburtstag meiner Mutter das größte Geschenk nicht meiner Mutter selber übergeben, sondern hat ein kleines Geschwister von mir das Geschenk in die Hand gegeben und gesagt, bring es doch deiner Mutter. Und dann hat dieses kleine Geschwister meiner Mutter dieses Geschenk überreicht und meine Mutter ist sofort in Tränen ausgebrochen. Weil irgendwie das dann irgendwie ein doppeltes Geschenk war. Und so ähnlich ist es, wenn wir deine Worte nehmen, Herr, und sie zu deinem Vater tragen, wenn wir sie deinem Vater sagen, dann freust du dich noch mehr, obwohl das Geschenk eigentlich von dir, Herr Jesus, kommt. Und jetzt, was sagst du in diesem Gebet? Es ist schön zu sehen, dass du es uns noch mal mehr erleichterst, weil du über uns zu seinem Vater sprichst, zu deinem Vater sprichst, über uns. Das heißt, es geht um uns, das erleichtert uns das Gebet. Du sagst, heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen. Bewahre uns auf diesem Weg zu dir, können wir sagen. Pass auf uns auf, dass wir uns nicht verlaufen, dass wir immer wieder auf dem Weg zu dir zurückfinden. Und weiter, damit sie eins sind wie wir. Damit wir in gewisser Weise so nah sind, wie du, Herr, deinem Vater nah bist, so verbunden bist, so unzertrennlich, wie wir das am Anfang schon gesehen haben. Das heißt ganz sicher, ganz im Frieden, ganz aus der Liebe leben. Wie gigantisch muss dieses Gefühl sein? Wie gigantisch muss das sein? Und weiter, das rede ich, damit sie meine Freude in Fülle in sich haben. Ja, und das ist in gewisser Weise das Ergebnis, wenn wir so nah sind beim Vater. Dass wir ganz froh sind, immer froh. Egal, ob es regnet oder schneit, ob Krieg oder Friede. In gewisser Weise erfüllt von einer unbesiegbaren Freude. Und dann weiter, ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie vor dem Bösen bewahrst. Du willst nicht, dass wir so quasi so abgehoben sind durch die Nähe zu Gott, dass wir unsere Pflichten vernachlässigen oder vergessen und keinen Kopf mehr haben für unsere Freunde, unsere Familie. Nein, du bittest uns, dass wir hier sind, dort, wo wir sind, mit unseren Aufgaben, mit unserer Familie, mit unseren Freunden, unseren Freundinnen. Aber du willst uns vor dem Bösen bewahren. In gewisser Weise, wir bitten dich, dass du uns an der Hand nimmst, wie ein fürsorglicher Vater sein kleines Kind, was gerade gehen gelernt hat. Und so wollen wir mit dir durch unsere Welt gehen.
bei unseren Aufgaben sitzen, mit unseren Freunden Spaß haben. Diese Hürde nehmen, die Prüfung, dieses Gespräch, die Krankheit, diese Trauer und so weiter. Alles an deiner Hand. Ja, bitte. Ich danke dir, mein Gott, für die guten Vorsätze, Regungen und Eingebungen, die du mir in dieser Betrachtung geschenkt hast. Ich bitte dich um deine Hilfe, sie zu verwirklichen. Maria, meine unbefleckte Mutter, heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bittet für mich.